Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Lohner Bringstraße geriet Freitagnacht um 1.39 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Renault Clio in Brand. Ein daneben geparkter Fiat wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne, welche mit 12 Kameraden und 2 Fahrzeugen im Einsatz war, gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.